Landschaften wie im Vorjahr davor. Das heißt, diese Ausstellung, ob sie es will oder nicht, das ist jetzt die andere Frage, setzt ein politisches Zeichen. Der Sammlungsleiter, der das auch kuratiert hat, sagt sehr bewusst, es ist keine aktivistische Altschmeister. Auf der einen Seite habe ich mich sehr gefreut, aber auf der anderen Seite dachte ich, mein Gott, du bist doch mit 20-Jährigen konfrontiert, die so viel queerer und woker und besser informiert sind als du. Willst du dich in dieses Haifischbecken begeben? Ja, habe ich gemacht. Es war eine super Gruppe, wir hatten 3 Stunden Workshop und dann waren wir, und es waren über 20 Leute, waren wir hier. Und ich habe sie laufen lassen. Ich habe gesagt, 20 Minuten, ihr guckt euch an, was wurde das heißt, du bist queer. Das ist eine völlige, du kannst heterosexuell sein, aber trotzdem eine queere Lebensweise für. Ja? Ein gleichgeschlechtliches Paar, was sich liebt, ist auch queer, aber genauso wie ein Mensch, der sagt, ich habe überhaupt keine sexuelle Anziehung, der einfach asexuell ist, für viele, viele Menschen dieser Zeit das Symbol und die Identifikationsfigur für die LGBTQ-Community. Und als sie stirbt, gibt es viele Trauermärsche. Und was wird gespielt? Somewhere Over the Rainbow. Ihr Lied. Das heißt, ihre Verbundenheit zu dieser Community und das Regenbogensymbol finden zusammen. Und so wird der Regenbogen sich nicht, denke ich, auch. Schminke wurde fast mit Männern erfunden, weil der ganze französische Hof und natürlich Ludwig der 14. allen voran sich kaputt geschminkt hat. Also wenn sie nicht ein weißes Gesicht mit rosa Wangen hatten, das war frivol. Natürlichkeit und ein natürliches Gesicht, ein ungeschminktes Gesicht war obszön. Da wäre man gar nicht auf die Idee gekommen. Männer wie Frauen trugen künstliche Leberflecke. Männer wie Frauen trugen die gleichen Stoffe. Männer hatten mehr Rüschen als jede Frau. Das Einzige, was sich unterschied, die Frauen trugen Reifröcke, aber die Männer trugen auch oft Korsett. Und hohe Schuhe. Und hohe Schuhe, denn hohe Schuhe wurden für persische Reiter erfunden. Das heißt, Männer in High Heels ist fast natürlicher als Frauen in High Heels. Ja, also das nur so als, dass 90% seiner Liebesabenteuer Vergewaltigung oder sexuelle Übergriffe sind. Und dann guckt er mich nur an und meint, ja, aber Frau Tschernenko, Sie küssen sich doch. Und dann habe ich gesagt, wer küsst hier wen? Ja, also ich weiß nicht, ob wir Frauen, Entschuldigung, wenn ich das sage, wenn wir Frauen da vielleicht ein bisschen sensibler sind, weil wir das vielleicht öfter erleben, aber das hier ist kein einvernehmlicher Kuss, Herr Gott. Ja, und hier geht es um eine Geschichte aus der Mythologie, um Zeus und Ganymed. Es ist immer wieder das Gleiche, Zeus fliegt als Adler, das ist nämlich sein Ding, er verwandelt sich in einen Adler. Er fliegt als Adler über eine Anhöhe und dort sieht er einen Hirtenjungen. Und dieser Hirtenjunge begeistert ihn so sehr, dass er ihn einfach mitnimmt und ihn dann halt küsst, was er halt so macht. Und natürlich ermöglicht dieses Motiv die Darstellung homoerotischer Community als Identifikationsfigur herangezogen. Warum? Weil sie unterschiedliche Sachen zulässt. Zum einen lässt sie zu, den männlichen Körper nicht im Idealzustand eines Herkules zu zeigen, sondern in einer verletzten und oft sehr, sehr sinnlichen Art. Wenn Sie einen sexy Sebastian sehen wollen, gucken Sie sich den von Gino Reni im Städel an. Habe ich letzte Woche gesehen. Ja. Es gibt den Künstlern die Möglichkeit, einen anderen Männertypus zu schaffen und dem Betrachter die Möglichkeit, einen anderen männlichen Typus zu finden. Der eine bittet den anderen, den Ring zu küssen. Und das hängt hier vorne. Die Frau mit der Pistole und dem Loch im Bauch haben Sie hinten gesehen, das ist der Automat. Und die Werke oder die Gruppe des Mannes, der seine quasi Fallen und Geräusche trägt, finden Sie da gegenüber. Und das sind also zeitgenössische Umsetzungen von sehr, sehr alten Themen, zeigt aber eben, dass hier eben Klassik und Moderne miteinander verschmelzen.